So, nun geht's hier weiter. Jetzt gehen wir hier rein. Hier ist aber noch. Da steht die Person sogar schon. Kein Grund, um Hilfe zu schreien, Ladies. Ich bin nur auf der Durchreise. Nur auf der Durchreise, ja. So. Interessanterweise habe ich jetzt sogar mit meiner Aufnahmetaste das Item bekommen, nämlich die Gasmine. Naja, ich werde sie eh nur durch Tab auswählen, wenn ich sie überhaupt benutze. Von daher nicht ganz so tragisch. Erstmal da lang oder? Weil hier oben ist Richtung Angel Watch direkt. Ich schau mal, was wir hier haben. Da ist Angel Watch. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, aber. Von der Seite wohl nicht. Außer es gibt noch irgendwas da, was ich da machen kann. Schauen wir doch nochmal nach. Es sieht mir nicht so danach aus, als könnte ich hier irgendwas reißen. Oh. Ah! Ich gehe erstmal zur anderen Seite. Laden ist schneller. Ich habe alles mitgehen lassen. Da ging es raus. Heißt, ich kletter nochmal nach rechts, gucke, was wir da haben. Da, wo ich nicht weitergehen wollte. Und wir haben ein sehr schönes Level. Und ziemlich groß. Also ich meine, bei den anderen, wenn ich da mich richtig umgesehen hätte, wäre bestimmt auch deutlich mehr drin gewesen. Wenn manche Sachen einfach so versteckt sind, aber... Seltsames Geräusch. Aber ich werde ja nicht... Ich höre nichts Besonderes mehr. ...ewig in einem LP damit verbringen, Sachen zu suchen, aber... Wer ist hier, da? Hier brauche ich ja sogar 1000... 600. Also muss ich schon alles durchsuchen, was möglich ist. Ach, das war's schon. Gut, hätte ich vorher wissen müssen. Ich dachte, ich kann dann auch irgendwie durch und rüber. Nun gut. Das Geldziel habe ich damit fast erreicht. Das waren doch 1600, oder? 1550 sogar nur. Ja, die habe ich mit dem nächsten Gegenstand ungefähr. So, aber bringt mir die Gasmine was? Tötet sie Leute oder betäubt sie sie nur? Das ist die interessante Frage. Wenn sie betäubt, kann das so nützlich sein. Wenn sie tötet, dann kann ich sie gleich in die Tonne schmeißen, eigentlich. Ist nun mal so. Ich darf ja niemanden töten. Was macht der da? Betrunken sein. So wie es aussieht. Und das ist ganz schön stark. Ja. Der ist so betrunken, den kann ich einfach K.O. hauen. Ah, das gefällt mir hier nicht so. Ich weiß nicht, ob das am neueren PCs liegt, aber nicht schön sieht nicht so schön aus.
Und was das da hinten ist, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall sehr komisch aus und reißt mich irgendwie aus der Spielwelt raus. Ich meine, wenn es keine Dächer hat oder so, kann ich es vielleicht noch verstehen, aber das wirkt sehr fremd. In meinen Augen. So, das ist das Schloss der Zukunft. Ich werde mir täglich die Pacht abholen. So. Okay, hier geht's rein. Ja, da geht's rein. Das war einfach. Vielleicht habe ich die Wachmänner ja etwas überschätzt. Ich würde eher sagen, du unterschätzt sie immer noch. Hui, hui, hui. Also drin bin ich mehr oder weniger jetzt. Was steht denn da? Brüder, die Wache an der Tür zum Arbeitszimmer wird alle 3 Stunden abgelöst, obgleich ich nicht annehme, dass einer unserer Gäste neugierig genug ist, im Arbeitszimmer herumzuschnüffeln. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme vertraut mir Meister Karas den einzigen Schlüssel an. Die meisten Alarmanlagen und mechanischen Wächter, die den Turm überwachen, wurden abgeschaltet, um peinliche Zwischenfälle mit unseren Gästen zu vermeiden. Yes! Obwohl ich davon ausgehe, dass sich die Herrschaften an ihre Nieren erinnern, erwarte ich von euch größte Wachsamkeit. Ah, keine mechanischen Wächter. Das gefällt mir so sehr. Ich hasse die Viecher. Aber Moment, hier ging es nach oben. Sehr weit oben. Ich gehe lieber da unten lang. Oder versuche mir da einen Weg zu erhaschen. Hier ist ein Fahrstuhl. Ich bin im zweiten. Oh. Oh, da war ein mechanischer Wächter. Ich fühle mich leicht hintergangen. Da ist eine Mine. Da ist nichts. Blitzbombe. Pfeile. Oh. Was haben wir denn da? Hä? Ach, ist schon offen. Geld. Naja gut, doch nicht ganz der nächste Gegenstand gewesen. Boah, so viele Pfeile. Die ich alle nicht brauchen kann. Schade, schade. Irgendwas vom Wert hier drin? Sieht für mich nämlich nicht danach aus. Was haben wir da? Nur schlechten Wein. Kann ich das aufmachen? Ja. Da haben wir doch was von Wert. Zack, zack. So. Das hätten wir schon mal geschafft. Wie viel habe ich denn da jetzt? Schön. Wie viel Wasserpfeile habe ich? 17. Ich weiß nicht, ob die reichen werden. Oh. Was haben wir da? Bruder Vilnia, bitte notiert Folgendes. Dies ist die Abschlussliste für die Lautsprecher. Sorgt dafür, dass die Diener sich vor der Ankunft unserer Gäste, dass sie
dass die Diener die vor der Ankunft unserer Gäste installieren und überprüft, ob sie funktionieren. Zentralbereich, Bibliothek, Kapelle, Speisesaal, Galerie, beiseite. Vergesst außerdem nicht den Lautsprecher für unseren besonderen Gast. Wer ist mit besonderer Gast gemeint? Wissen die, dass ich kommen werde? Ich weiß nicht mehr. Was steht denn in den Zielen? Keine Ahnung. Wenn sie alle auf... Wow. Du kommst jetzt aber nicht hier lang, oder? Hallo? Ist da jemand? Ich habe ein Boshaar. So. Keine Berechtigung. Ich habe gesehen. Wow. Lauf. So. Das ist doch die Person, die hier lang ging. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Nö, ich zeig mich nicht. Danke für den Schlüssel. Und danke für die Kerzen. Nein? So. Aber der Wächter da, der wird mich noch nerven. Werde ich gleich sehen. Ich muss auf jeden Fall den bewusstlosen Pastor hier reinschaffen, irgendwo. So. Ja, lassen wir den hier. Kameraauge. Noch eins. Gut. Oh, das ging schnell. Schön. Wo führt die Tür hin? Habe ich eine Tür übersehen? Ich werde die auf jeden Fall auch jetzt aufbrechen. Dann hätte ich so rumgehen können. Wo führt die denn hin? Und... So. Na los, geh auf. Zack. Die habe ich echt übersehen. Na gut. Schließen wir die. Dann nehmen wir das. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Nein, das war nicht der Plan. Moment. Liegt da was unter? Ah, sah ja so aus. Scheiße. Scheiße. Nein, nein, nicht gut. Nicht. Ich habe bemerkt etwas. Ich habe nicht bestimmt. Möglicherweise. Ich habe nicht bestimmt. Feindlich.
Zwischenfall. So. Geräusche geortet. Möglicherweise feindlich. Ich muss doch da reinschießen in diesen kleinen brennenden Kasten, oder nicht? Ich habe gefunden, keine Gefahr. Oder habe ich das falsch wahrgenommen? Zumachen. Zu. Karten. Weg damit. Oh, die muss ich aufbrechen. Hä? Da war nichts drin? Da auch nicht? Auch nicht? Und wofür musste ich die jetzt aufbrechen, die eine? Na, Hammer, nö. Hä? Mir erschließt sich der Sinn nicht, aber hey. Zu. Was haben wir hier? Nichts, das mir irgendwie weiterhilft. Aua, das war dumm. So. Keine Berechtigung. Jetzt bist du aus. Oder auch nicht. Warum ist er denn stehen geblieben? Du kleines Scheißding. So. Nicht autorisiert. Das Problem ist jetzt an der ganzen Sache. Ich habe den ein bisschen doof positioniert. Aber ich komme darüber. Das muss gehen. Sag ich doch. Wenn hier überhaupt was von Wert ist. Ach, hier ist die Treppe. Ich will jetzt noch mal kurz nachgucken. Kann ich den zufällig irgendwie wegschieben? Ja, das ist jetzt doof. Aber ich komme da durch, gut. Hat zwar jetzt zwei Pfeile gebraucht, ja. Zwei Pfeile gebraucht, aber ich werde auf jeden Fall noch mal hier nach unten klettern, gucken, was ich da reißen kann. Und dann geht's erst nach oben oder so ähnlich. Aber das alles erst im nächsten Part und bis dahin, ich bin MK Indiana Jones.